werden die gewünschten Änderungen vornehmen. In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Das Auto ist fertig. Los geht's. Noch 3 Minuten. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Noch 1 Minute. Okay.
noch 30 Sekunden in dieser Session. Gute Arbeit, du bist für die nächste Session qualifiziert. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Auf der Strecke herrscht ganz schön Gedrängel. Die meisten Autos sind draußen. Alles ist bereit. Oh.
Minuten. Fantastisch, das war die schnellste Runde. Sekunden in dieser Session. Du hast es in Q3 geschafft. Die gewünschten Änderungen vornehmen. Es sind noch wenige Autos draußen. Vielleicht solltest du jetzt rausfahren, bevor es wieder voller wird. Noch 5 Minuten in dieser Session.
Wir sind soweit. In dieser Session. Fantastisch! Sehr gut gemacht! Bei den momentan herrschenden Verhältnissen würde ich an deiner Stelle Regenreifen aufziehen.
Fertig. Dass an diesem Wochenende wieder eine Podiumsplatzierung rausspringt. Lass uns ein gutes Ergebnis einfahren. Da der Start bei Regen erfolgt, müssen wir nicht beide Trockenmischungen verwenden. We'll be right back.
Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Weiteren 5 Minuten Regen. 5 Minuten. Boxenstopp auf Intermediates wechseln. Mit deinen aktuellen Reifen hast du bei diesen Bedingungen nicht genug Grip. Einige Fahrer sind an die Box gekommen und haben sich Intermediates geholt. Komm zum Reifenwechsel, wenn du es für notwendig hältst. Das war die schnellste Rennrunde. Weiter so. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst.
Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Fährt im Moment allen davon. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen.
Top vorbereitet. Sieht aus, als käme Hamilton bald rein. Eine Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf! Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Klasse, das war eine neue schnellste Runde. Nach unseren Schätzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel rein. Dass wir jetzt auf Trockenreifen wechseln sollten. Hol sie dir an der Box. Beim nächsten Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Thank you.
rausfahren auf den Verkehr. Hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Thank you.
auf seinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen. Mach genauso bis zum Ende weiter. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Thank you.
wirst in den nächsten 5 Runden an die Box kommen. Du nimmst Vettel in jeder Runde ein paar Meter ab. Sekunden Vorsprung auf das nächste Auto. 3 Sekunden. Die Lücke zu Vettel. Er verliert eine Sekunde pro Runde. Vettel liegt 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. We'll be right back.
Hier fährt eine Gruppe langsamerer Wagen. Vorsprung auf das Auto hinter dir. Vettel biegt in die Boxengasse ein. Vettel fährt jetzt an die Box. We'll be right back.
Hintermann hat einen Satz der härteren Reifen aufziehen lassen. Sieht nach einem längeren Stint aus. Harte Reifen beim nächsten Stopp. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst.
gemacht. Das war die schnellste Rennrunde. Drehkönnen wird wohl innerhalb der nächsten 4 Runden zum Reifen wegbekommen. Verkehr auf, sei vorsichtig. Ferrari bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus.
Alonso ist gerade zum Boxenstopp gefahren. Hamilton liegt 30 Sekunden hinter dir. Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Hamilton wird wohl in den nächsten zwei Runden an die Box fahren. Du näherst dich jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Hamilton liegt 30 Sekunden hinter dir. We'll be right back.
deine Rundenzeiten sind eine Sekunde besser. Eine Sekunde pro Runde. Hamilton liegt 30 Sekunden hinter dir. Liegt 30 Sekunden hinter dir. Was wir wissen, ist bei Alonso in den nächsten Runden ein Boxenstopp fällig. Unfall in Sektor 3. Gelbe Flaggen und Überholverbot in Sektor 3. Die Unfallstelle in Sektor 3 ist wieder geräumt. Rennbedingungen in Sektor 3. Hamilton liegt 30 Sekunden hinter dir. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp.
sollten es in der Boxengasse. Boxenstopp, Hamilton. Nicht zu funktionieren. Die Jungs versuchen das zu beheben. Thank you.
die schnellste Rennrunde. Weiter so. Alonso an der Box.
Verfolger fällt zurück. Du kannst jetzt etwas durchatmen. Gelbe Flaggen in Sektor 3. Gelbphase in Sektor 3. Acht auf Trümmerteile.
Vorsprung auf Alonso aus. Double, Pole Position und Rennsieg.
in der Fahrerwertung verteidigt.